Das Volumen eines Quaders mit quadratischer Basis beträgt 648 Kubikzentimeter. Frage: Wie viel Quadratzentimeter misst die Basisfläche dieses Quaders, wenn die Höhe das Dreifache von der Seitenlänge der Basis misst? Wir zeichnen solch ein Quader. Wir nennen die Seitenlänge von der quadratischen Basis klein b und die Höhe des Quaders klein h. Was wir suchen, ist b Quadrat, der Flächeninhalt von dieser quadratischen Basis. Zuerst einmal wissen wir, dass die Höhe h das Dreifache von klein b ist. Wir wissen aber auch, dass das Volumen, der Rauminhalt, 648 Kubikzentimeter ist. Und dieser Rauminhalt wird berechnet durch b Quadrat mal h, also so. In dieser zweiten Gleichheit können wir h durch 3b ersetzen und erhalten so, dass b Quadrat mal 3b 648 sein muss. Diese drei, die links vom Ist-Zeichen multipliziert, die setzen wir rechts rüber, wo sie teilt. 648 geteilt durch 3, das macht 216. Und links bleibt dann noch b hoch 2 mal b hoch 1, das heißt b hoch 3. Deshalb wissen wir, dass b hoch 3 216 ergeben muss. Wir suchen also die Zahl b, deren Würfel gleich 216 ist. Und um diese Zahl b herauszufinden, kann man 216 in Primfaktoren zerlegen. Also machen wir das. 216 ist teilbar durch 2. 216 geteilt durch 2, das macht 108. 108 geteilt durch 2, das macht 54. 54 geteilt durch 2 macht 27. Die 27 ist nicht mehr teilbar durch 2, aber durch 3. 27 geteilt durch 3 macht 9. 9 geteilt durch 3 macht 3 und 3 geteilt durch 3 macht 1. So erkennen wir also, dass 216 dasselbe ist wie 2 hoch 3 mal 3 hoch 3. Also so. Und 2 hoch 3 mal 3 hoch 3, das macht 6 hoch 3. Die Zahl b hoch 3 ist also gleich zu 6 hoch 3. Daher wissen wir, dass b 6 sein muss. Und wenn b 6 ist, dann ist b Quadrat selbstverständlich 36. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 36. Die richtige Antwort ist also die Antwort D. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.